Alrighty dann, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget, beziehungsweise der Abschiedsfolge. Erstmal für die nächste Zeit, die ich jetzt live aufnehme, denn ich bin demnächst 2 Wochen auf Mallorca, also grob 2 Wochen, und ich habe es nicht geschafft, viel vorzuproduzieren. Das Einzige, was ich vorproduziert habe, habe ich aus Versehen schon mal online gestellt gehabt letztens. Das habe ich wieder offline genommen. Ich werde es wahrscheinlich am Dienstag uploaden lassen. Oder Mittwoch. Ne, wir nehmen mal Mittwoch. Ja, Mittwoch ist ganz nice. Und ja, das Thema ist dort auf jeden Fall Englisch. Werde ich schon mal sagen. Dadurch, dass das mit W50 noch war, habe ich halt echt nicht geschafft, noch was aufzunehmen. Tut mir auf jeden Fall leid. Jetzt hier für diese kleine Abschiedsfolge möchte ich noch Folgendes machen. Und zwar Natsu Dragneel auf W51 und Revilo. Die haben sich noch angemeldet letztens. Das sind erstmal die letzten, die ich jetzt aufnehme für die Players to Watch. Und ja, na, hier seht ihr die beiden nochmal. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz durch. Ich sage nichts dazu, aber ihr sollt euch einfach nochmal selber sehen. Also die Players to Watch sollen sich einfach mal selber hier nochmal sehen, wie der Stand ist. Na, ich klicke sie jetzt einfach nochmal durch. Und dann können wir nochmal eine Folge machen, dann in der Woche, wenn ich wieder da bin. Also, das müsste dann... vielleicht noch im September machbar sein. Je nachdem, was halt an Shakes and Fidget alles so ansteht. Ja, das sind also diejenigen, über die wir dann sprechen werden. Ne? Und oh, jeder kann hier nochmal Level machen, wenn er möchte. Genau, die beiden halt wirklich neu dabei hier. Bin ich gespannt, was da passiert. Das finde ich ganz nice hier. Sehr interessant. Und das ist ein guter Spruch. Ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall eine stressfreie Zeit. Also, ich denke, ihr werdet auch ohne mich auskommen, die 2 Wochen. Gibt ja genügend andere Content Creator. Würde mich aber trotzdem extrem freuen, wenn ihr aktiv am Ball bleibt. Bei mir auch. Und dann auch wieder so fleißig reinklickt, wie ihr es jetzt zuletzt eigentlich schon die letzten Wochen gemacht habt. Mal mehr, mal weniger ist klar, aber insgesamt sehr nice. Und ich guck mal. Ich habe mich nie damit beschäftigt, ob ich vielleicht über YouTube irgendwie einen Shorty mal reinkriege. Oder auf Instagram die eine oder andere Story. Könnt ihr gerne auch Hanwisse mal folgen, wenn ihr noch wollt. Viel bringe ich nicht, aber bei Urlaub habe ich eigentlich mal ganz gerne Fotos gemacht und so. Genau. Wie gesagt, wünsche euch eine stressvolle Zeit. Ich denke, wenn das Video kommt, gibt es vielleicht sogar schon Update-News oder so. Das wäre natürlich auch fett. Würde ich mich freuen für euch. Ich crawl jetzt nochmal. Ende September wird wahrscheinlich die Zeit sein, wenn ich mir vorstelle, des Updates und des legendären Dungeons. Und des neuen Dungeons dann möglicherweise. Also, das wäre eigentlich schon ziemlich krass. Und beim Oktoberfest müssen wir auch mal gucken, ob es einmal Freibier gibt, mehrfach Freibier gibt. Es steht jetzt halt noch nicht aus. Na, ich klicke jetzt hier nochmal durch. Das nervt mich wirklich, dass ich jedes Mal hier drauf drücken muss, ne? Hart. Ja, genau. Luna, nice, hat den Text immer noch drin. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Ja, er ist auf jeden Fall noch aktiv. War ich mir letztens nicht sicher. Nice, Primey. Sehr gut. Eigentlich finde ich die Texte am geilsten. Ja. So mal reinzugucken. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So. Okay, Leute. Also, ich wünsche euch was. Haut rein. Macht ein Tschüss und Servus. Bis in etwas mehr als 2 Wochen. Spätestens.